Es ist eine Reise der guten Laune, von Deutschland bis nach Holland und zurück. Kalka on Wheels, also auf Rädern, für den guten Zweck und für strahlende Augen. Denn in jedem Laster sitzt ein Kind mit einem Schicksal. Mitfahren darf auch Lea Kesting aus Wuppertal. Die 15-Jährige ist zum vierten Mal dabei. Über die Kinderkrebsklinik Düsseldorf hat sie damals von der Aktion erfahren. Die Schülerin hat einen Hirntumor, gutartig. So viel wird hier gemacht und geplant, einfach damit wir hier einen schönen Tag haben können. Dafür bin ich echt dankbar. Aber für Lea ist es mehr als nur ein Event. Vor 8 Jahren lernt sie hier ihre beste Freundin Julia Lemken aus Kalka kennen. Julias Papa Paul ist Lastwagenfahrer. Er fährt Lea damals bei ihrer ersten Tour, stellt die beiden Mädels einander vor. Seitdem sind sie ein Herz und eine Seele. Die Freundschaft mit Lea bedeutet mir unglaublich viel. Wir haben eine Verbundenheit, die niemand anders hat, würde ich sagen. Einfach durch Kalka und Wheels, durch die ganzen Unterstützungen, die wir haben. Und wir sehen uns nicht viel, weil wir relativ weit auseinander wohnen, aber ich weiß, dass wir immer füreinander da sind. Die Charity-Veranstaltung findet zum 8. Mal statt. 100 Brummis gehen auch in diesem Jahr wieder auf große Tour durch Deutschland und die Niederlande. Mit an Bord sind mehr als 150 schwerkranke und sowohl körperlich als auch geistig behinderte Kinder. Aber nicht nur die dürfen mit, so Veranstalter Leon Westerhoff. Sehr schöner Tag, aber sehr emotional. Ja, hier fahren eigentlich mit krebskranke Kinder, dafür machen wir das eigentlich. Oder eigentlich schwerkranke Kinder, haben wir gesagt, muss nicht unbedingt Krebs, aber schwerkranke Kinder. Und auch für die Gebrüder und Geschwister von diesen Kindern, sodass die auch mal einen schönen Tag haben. Weil meistens haben nur die Kinder, ja, die stehen im Mittelpunkt. Und wir haben gesagt, wir wollen auch was tun für diese Kinder. Und deswegen ziehen das Technische Hilfswerk und die Feuerwehr mit vielen Menschen an einem Strang, um den Kids besondere Momente zu schenken. Am Wegesrand wird gejubelt und angefeuert. Immer wieder gibt es Aktionen für die Kleinen. Das Ganze für den guten Zweck, denn es werden Spenden für Stiftungen und die Kinderkrebsklinik Düsseldorf gesammelt. Trucker, die coolen Jungs von der Straße, das sei häufig nur ein Klischee, so Fahrer Paul Lemken. Man meint immer, es sind harte Kerle, aber sind, die haben ein weiches Herz. Also viele machen sehr, sehr viel möglich für die Kinder. Die Beine sind zwar häufig noch zu kurz fürs Gaspedal, aber für einen kräftigen Druck auf die Hupe reicht es allemal. Oder 2 Drücker oder auch 3. Nach der knapp 4-stündigen Tour gibt's das Fazit der Kids. Was hat am meisten Spaß gemacht? Als ich die ganze Zeit gehupt habe. Es war einfach toll, wie die ganzen Leute da gestanden haben und gewunken haben. Cool. Was mir am meisten Spaß gemacht hat, dass sie alles mir gewunken haben. Es hat Spaß gemacht und es war auch toll. Die XXL-Tour soll auch im nächsten Jahr wieder durch die Orte ziehen. Für strahlende Kinderaugen und den guten Zweck. Auch Lea möchte dann wieder mit dabei sein, und zwar mit ihrer besten Freundin Julia.